So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi. Adi und der Adventskalender. Wir wollen wieder zwei Türchen für den Adi aufmachen. Wie ein Pferd. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da, bin zurück. Der ist total aus dem Häuschen. Der freut sich. Guck, der freut sich so sehr. Der isst erstmal den Daumen auf. Vor lauter Begeisterung, Adi Schatz. Dem kann man gar keine Minute gönnen. Der freut sich jetzt auf Türchen Nummer, jetzt muss ich mal durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Türchen Nummer 14, müsste es jetzt sein. Die 13 ist schon weg, die 14 ist hier oben, es ist der gleiche Mist wie immer, hier ist eine Tüte drin, guck, zack, ein kräftiger, genussvoller Biss in die Tüte rein. Da merkt man, der hat einer Hunger, deswegen habe ich das extra so gemacht. Bevor der jetzt was kriegt, kriegt er erstmal jetzt seine Snacks aus seinem Kalender. Denn wenn der total ausgehungert ist, dann sieht das so aus, als würde es ihm total schmecken. Das sind die Tricks der YouTuber. Ey, meine Mutter war gestern Abend ja nochmal da, hat ihm noch was zu fressen gegeben, hat nochmal geguckt, ob er noch lebt, hat nochmal Hallo gesagt, hat dann nochmal gestreichelt. Und so weiter. Deswegen, da wird schon immer für gesorgt, dass das alles passt. Und selbst wenn er mal einen Tag alleine ist, aber vorher ausreichend bekommen hat und dann wieder so, dann hat er auch immer sein Trockenfutter da rumstehen, wo er gefühlt trotzdem nicht wirklich rangeht, weil er halt sagt, nö, ich krieg doch eh immer zu nass, was will ich jetzt hier trocken? Diese Tütchen sind trotzdem aber was ganz Besonderes. Das ist nämlich der zweite Kalender mit Huhn und Kartoffel getreidefrei. Huhn und Kartoffel getreidefrei. Eine Bissprobe nicht. Sie sind sehr fertig unterwegs heute, der Herr. Mach mal hier auch mal eure Hand. Solange es nicht wieder dieser komische Fisch ist, wie beim letzten Mal. Den hat er nämlich ignoriert. Das ist Huhn und Kartoffel. Hätten wir auch gleich die Farbe bewerten können. Und den Geruch. Wie riecht's denn? Puh. Riecht irgendwie nach, ja, nach Kartoffeln, sag mal einfach mal. Riecht wie Kartoffel, Adi. Was sagst du? Haben Kartoffeln überhaupt einen Geruch? Riechen bestimmt immer ein bisschen mehlig. Kommen wir aber zum Bier-Adventskalender. Eigentlich ist heute 10, aber ich muss die 14 aufmachen wegen Vorproduzieren. Das heißt, wir sind auch gleich auf dem Weg zum Hopper Raid, Elite Raid Dings. Dass ihr das mal so einordnen könnt. Es ist nämlich jetzt kurz vor 11 und wir ziehen gleich los zu den Hopper Elite Raids 10, 14 und 17 Uhr. Und das Ding sieht aus wie ein Radeberger und ist, glaube ich, eins der wenigen Biere bisher in dem Kalender, was halt wirklich aussieht wie ein ganz normales Bier, was du auch so an sich findest. Ihr habt erstmal hier einen weißen Stöpfel, wo Freiberger steht. Freiburger, sorry. Freiberger gibt es ja sowieso auch bei uns und ist bekannt, aber das ist ja Freiburger. Freiburger Pilsner. Weißer Deckel, goldener Rand, goldenes Wappen, nochmal ein goldener Kreis drumherum. Ihr habt hier oben einmal den Hals zugeklebt. Auch golden mit grünem Strich, wo auch nochmal Freiburger Pilsner steht. Das sieht also alles sehr edel aus. Adi geht aufs Klo. Ihr habt hinten ein Etikett drauf, ihr habt vorne ein Etikett drauf. Sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Bier. Freiburger Pilsner, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Verschiedene Wappen, hier ein Logo mit einer Kathedrale oder einer Kirche. Alles gold umrandet, weißes, helles Bild. Ein feinherbes Pilz für die Freunde der Freiburger Lebensart. Bitte stets kühl lagern und servieren. Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen. Das ganze Ding hat 4,8%. Und ich würde für dieses Etikett wohl jetzt trotzdem nur 3 von 5 Punkte geben. Es ist nicht hässlich, aber es ist irgendwie auch nichts Besonderes, weil es halt einfach aussieht wie eine herkömmliche Flasche Bier. Ein herkömmliches Bieretikett. Haut mich jetzt nicht vom Sockel. Auch wenn es durch das ganze Goldene und so natürlich trotzdem schön edel ist und ansehnlich. So, da kommt hoffentlich nichts raus. Wir füllen es direkt mal in das Glas ein. Das gute Freiburger Pilsner. Das muss reichen fürs Thumbnail.
so zu gucken. Jetzt hier rein. Stück für Stück. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ja. Das wird. So, den Rest noch drauf. Und damit ist die ganze Flasche drin. Hat komplett reingepasst. Hat auch eine kleine Schaumkrone, die jetzt nach oben noch wandert und plötzlich sich wölbt. Es sprudelt wie verrückt. Es perlt alles nach oben. Das sieht sehr schön aus, wie wild das da rumzirkuliert. Es ist glasklar. Es ist ein bisschen hell, aber nicht zu hell. Ich würde für die Farbe trotzdem, es sieht sehr ansprechend aus, 4 von 5 Punkte geben. Sieht frisch aus, sieht lecker aus, sieht klar aus. Ihr seht, der Schaum wird jetzt wirklich, baut sich Stück für Stück weiter auf. Wenn ihr das ein bisschen schüttelt, habt ihr immer mehr. Also glasklar zum Durchschauen. Kräftige Farbe, könnte ein bisschen kräftiger sein, aber nicht zu lasch. Kommen wir mal zum Geruch. Fünf Punkte für Geruch. Ich weiß nie, wie das richtig riechen soll und wie man Geruch an sich wirklich bewerten soll, aber ich rieche hier dran und es riecht einfach köstlich. Es riecht so gut, wie, glaube ich, noch kein anderes Bier aus diesem Kalender gerochen hat. Deswegen sage ich, das ist der beste Geruch bisher. Wir hatten auch schon 4er-Noten, das ist viel besser. Aber nochmal, kriegt von mir also 5 Punkte für Geruch. Du hast richtig dieses, wie wenn du durch eine Brauerei läufst und dir alle möglichen Biergerüche hinterher schießen und irgendeiner sich in deiner Nase festklebt, der zieht sich hier durch. So riecht das Bier wie ein frisches Brauereibier einfach. Brauereigeruch at its best. Mit Asbest, genau. Der Schaum macht immer mehr Faxen, sieht schon aus wie eine Lavalampe. Wir essen den mal kurz ab. Eieiei. Das ist aber bitter. Ne? Aber wir kommen zum Geschmack. Das wird ja hoffentlich jetzt am flüssigen Anteil besser munden. Okay. Geschmack leider nicht so besonders. Für mich leider gar nicht. Also es ist richtig herb. So toll wie es gerochen hat. So toll wie es auch aussieht. So edel das Etikett auch ist, Geschmack für mich leider nicht so. Wenn ich das so getrunken hätte, würde ich sagen, nee, mach mir lieber ein anderes. Das gleiche würde ich nicht nochmal bestellen. Ich nehme nochmal kurz eine Prise. Es bitzelt auf der Zunge, es ist irgendwie sauer, es ist gleichzeitig bitter, es hat einen total herben Nachgeschmack. Es vereint eigentlich alles Negative, was mir immer so auffällt. Finde ich auch kein bisschen süffig oder irgendwas. Ist halt einfach so richtig, boah, was geben wir da? 3 auf jeden Fall nicht. 3 wäre so normal. 2, 1. 0 ist vielleicht zu schlimm. 1 muss, glaube ich, aber reichen. Ich glaube, das ist keine 2 mehr. Wäre das nur ein bisschen herb, okay, aber es ist einfach alles vereint. Es ist alles vereint, alles, mit dem ich nichts anfangen kann. Also, 1 Punkt für Geschmack, leider Gottes, das gute Freiburger Pilsner. Muss das so sein bei Pilz? Ich glaube nicht. Ich habe schon andere Pilze getrunken, die haben auf jeden Fall anders geschmeckt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Kennt ihr Freiburger Pilsner? Kommt ihr aus Freiburg vielleicht? Es klingt so geläufig, als wäre das gleich hier um die Ecke. Freiburger Pilsner. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.